So, wir sind angekommen und der See ist mal wirklich pink. Das ist echt Hammer. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir machen uns gerade Frühstück und an der Stelle eine kleine Empfehlung. Hier gibt es so ein Coco Two Original Spread, also ein Brotaufstrich, so ähnlich wie Nutella, aber halt mit Schoko und Kokos drin. Wenn ihr hier seid, müsst ihr den unbedingt probieren. Der ist zwar nicht ganz so günstig wie die meisten Lebensmittel hier, die so in die Richtung Superfood oder so gehen, aber sehr, sehr lecker. Wir sind gerade runter vom Campingplatz und die Fliegen nerven ihn schon wieder. Und ja, wir sind jetzt erstmal noch unter den Strand gegangen, gehen hier noch ein bisschen spazieren, weil mit Glück kann man hier wohl Robben sehen und Rochen. Richtig cool schnorcheln. Das heißt, die haben so einen Snorkeltrail angelegt, das hier komplett. Und dann kannst du hier rumschnorcheln. Genau. Und wie gesagt, mit Glück hier Rochen und Seelöwen. Was ist das? Eine Krake. Tintenfisch. Ja, das ist schon ganz cool, wenn es mehr ein bisschen ruhiger ist und ein Ticken wärmer. Jetzt erstmal tanken. Ja, diesmal. Tanken wir. Diesmal kein Diesel. Oh. Oh. Wir sind wieder on the road und jetzt geht's erstmal zum Pinken See. Da müssen wir jetzt noch 3 Stunden hinfahren. Es ist gerade wieder ein bisschen windig. Also wenn man so außerhalb von Ortschaften fährt und es so frei ist, also so ein flaches Tal, dann ist es teilweise schon extrem windig, sodass man das auch hier im Auto merkt. Ne? Ja. Muss es schon gut gegenlenken. Ja. Ja, so ein Bus, der ist ja eh schon von der Angriffsfläche eigentlich nicht so easy, aber dadurch, dass wir oben noch diesen Bettaufbau drauf haben, da merkt man es doch, wenn da eine Windböe kommt, das erwischt dann manchmal ganz schön hart. Auf jeden Fall, aber wir sind wieder gut im Camperleben drin. Ja, macht Spaß. Angekommen und der See ist mal wirklich pink. Das ist echt Hammer. Da kommt wieder das Wort der Superlative zum Einsatz. Das ist echt mega hier. Der See ist so genial. Wir sind jetzt rauf und runter gefahren, haben Fotos gemacht und das sieht richtig stark aus. Wir waren ja damals schon in Mexiko mal an einem See, der pink war, aber nicht in dem, auf dem Level, würde ich sagen. Also der war bei weitem nicht so extrem. Ja, der hier ist auf jeden Fall pinker. Und die pinke Farbe, die kommt durch Beta-Carotin, dass hier die Seealgen produzieren. Inside of our embassy, everything we need right here. Make me sing.
Wir sind im Calgary Nationalpark angekommen, sind gerade erstmal fast weggeflogen. Also das Auto ist schon, jetzt merkt man es auch, voll am Wackeln. Und unten war ein schöner Aussichtspunkt, aber das ging echt gar nicht. Ne? Man konnte nichts verstehen, eigentlich nichts sagen. Das Mikrofon ist fast abgeflogen. Und es gibt hier mehrere Spots, die fahren wir dann jetzt alle erstmal an. Ja. Wir haben gerade den Mr. Zalando nachgemacht. Wir saßen gerade im Auto beide. So ungefähr. Wir fahren eine Straße entlang und ich sehe irgendwas rechts am Straßenrand liegen. Und meistens sind es tote Kängurus. Hier haben wir schon sehr, sehr häufig gesehen. Nee, ich habe schon direkt gedacht, es ist eine Schlange. Ich habe es nicht vom Weib nicht erkannt. Ich habe nur gesehen, da liegt was. Und dann sage ich zu Jessie, oh, was liegt da denn schon wieder? Boah, wir fahren näher dran, oder? Ja, und dann war es echt eine richtig große und dicke, lange Schlange. Und die hat sich dann so geschlängelt und so umgedreht schnell. Und ist in den Busch rein. Wie so, Das sah auch mal aus wie so eine Brown Snake oder sowas. Weil war zumindest so... Eigentlich von der Farbe her hätte es passen können. Ja. Aber eklig riesig. Ich zieh mir jetzt erstmal die Turnschuhe an, wenn wir Ich zieh mir Gummistiefel und Ganzkörperanzug an, glaube ich. Heftig. Bridge und das ist eine Brücke, die wurde aus dem Salzwasser praktisch geformt. Zeigen wir euch gleich noch. Aber was auch noch cool ist, hier kann man Wale sehen und gerade ist auch noch so knapp die Zeit. Also in ein paar Wochen sind sie dann auch weg. Die ziehen dann hier vorbei. Schaut mal, Buckelwale oder auch Delfine. Das ist schon cool. Das wäre stark, aber bis jetzt sehen wir noch keine. Die Brücke. Sieht ja cool aus, ne? Wahnsinn, oder? Dass es einfach so durch das Meerwasser kommt. Moonlight on your naked skin. Summer's blind us to give in. Where you wanna go? Where you wanna go? Ja, das ist gerade bei der Pot Alley Viewpoint oder Lookout und Pot Alley bedeutet ungefähr so viel wie Gasse der Hummerfangkörbe und der Name kommt von einem Fischer, der hat damals hier all seine Hummerfangkörbe verloren. Ja, wegen dem Sturm. Genau. Ja, kein Wunder, ne? Da fliege ich ja schon weg bei dem Sturm. Ja. Das ist so echt, je weiter man gerade runterfährt, die Küste von Viewpoint zu Viewpoint hier, es wird immer heftiger. Ja, aber was uns auch aufgefallen ist, dass total wenig Leute hier unterwegs sind, ne? Ja. Also, die kannst du teilweise an einer Hand abzählen oder ist es wirklich gar keiner da. Ja. Also bis jetzt sind hier echt kaum Leute im Westen unterwegs, finde ich so. Also total die Weiten auch, immer nur so kleine Dörfchen dazwischen. Ja. Ich finde, da hat man so echt noch so dieses Entdecker-Feeling irgendwie so ein bisschen. Nicht, du kommst an, da stehen dann Busse mit Menschen oder ganz, ganz viele Autos. Und ja, das ist echt das hat cool, schon was. Ja. Der ist, Leute, der ist. Könnte man auch sagen, Schlangen-Risk-Area. Ja. Das hier ist jetzt der höchste Aussichtspunkt im ganzen Nationalpark, das ist der Red Bluff Viewpoint. Das ist ungefähr 100 Meter hoch und ich hoffe, ihr versteht uns trotz Wind. Aber die Aussicht ist richtig cool, weil einmal hinten kann man die Klippen sehen. Ja, gerade nicht so gegen die Sonne. Und hier hinten dann... Calgary. Ja, die nächste Ortschaft. So stark. Und im Hintergrund geht langsam schon die Sonne ein bisschen unter. Deswegen müssen wir uns jetzt sputen, dass wir zum Campingplatz kommen. Der Mann ist kalt. Ja, und ich friere. Ich meckere immer rum, es so kalt ist im Wind und ich nehme nie eine Jacke mit. Also selbst schuld.
break down all your memories. Feel the things you wanna feel, yeah. In the empty bottle lies all the answer. Oh, watch me dancing in the colors, lightning. Wenn wir jetzt die ersten lebenden Kängurus entdeckt. Ja. Da hinten sind sie. Gerade nach einem Campingplatz gesucht. Und da standen auf einmal so viele Leute hier. Da vorne. Jawohl. Da kommt noch ein kleines raus. Und da vorne. Ja. Das sind aber kleine, ne? Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, gestern war es schon recht spät geworden. Da sind wir nur noch am Campingplatz gefahren, haben was gegessen und dann ab ins Bett. Und heute Morgen haben wir einen Punkt hier gefunden, direkt am Meer. Hintergrund, da sind ganz viele Menschen. Da werden wilde Pelikane wohl gefüttert. Die kommen morgen 10. Und ja, schauen wir mal vorbei. Ich hab hier noch keinen Himmel. Right, yeah, okay. Watch it over me. We got everything we need, right? Watch me. Ja, wir bleiben den restlichen Tag jetzt hier auf dem Campingplatz und arbeiten ein bisschen, lassen mal die letzten Tage so ein bisschen sacken. Ja. Und dann geht es morgen in den Nationalpark, da freuen wir uns schon total drauf, weil da sind jetzt auch die ganzen Straßen geteert, also zu diesem Window in Calgary hier. Ja, das Nature's Window. Und voll gut, weil sonst hätten wir nämlich eine Tour machen müssen, weil wir ja kein 4x4 haben. Genau, kein Allrad und ja. Mit dem Auto dürfen wir auch auf befestigten Gravel Roads nicht fahren. Das ist halt gegen die Policy vom Unternehmen quasi, weil da einfach zu viel kaputt gehen kann. Aber glücklicherweise ist es neuerdings geteert. Das ja, wussten wir gar nicht. Haben wir gestern Abend erst herausgefunden. Voll gut, ja. Ja, jetzt können wir auch auf eigene Faust dahin. Heute verbringen wir erstmal einen Tag hier noch in Ruhe. Arbeiten ein bisschen, gehen vielleicht gleich nochmal ins Meer. Sehr, sehr schön hier auch. Und ja, dann würde ich sagen, lasst uns wieder gerne einen Daumen hoch da, lasst einen Kommentar da und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, ciao. Ciao. Ach, schau mal, das ist richtig cool, weil man hier drinnen sitzt. Man echt wie so ein Fenster, ne? Ja. So ein Ausblick. Echt stark. Ja.